Im Nordwesten der USA steht ein Berg, der so berühmt ist, dass ihn im umliegenden Bundesstaat jeder Mensch kennt. Aber hierzulande ist er ein fast schon völlig unbeschriebenes Blatt. Kaum jemand außerhalb der amerikanischen Bergszene weiß etwas über ihn. Und genau deshalb sollten wir diese Lücke jetzt schließen und uns für einen völlig zu Unrecht unbekannten Berg in Nordamerika mal wirklich interessieren und ihn genauer beleuchten. Willkommen zu Berge im Porträt, Mount Rainier. Auch wenn viele von euch von diesem Berg sicher noch nie gehört haben, es lohnt sich, die nächsten Minuten dran zu bleiben und sich mit diesem Berg zu beschäftigen. Denn neben einer unglaublichen Form und einem imposanten Standing in der Region ist er außerdem auch richtig cool für Bergsteiger. Aber alles der Reihe nach. Wo ist denn überhaupt dieser Mount Rainier? Wir finden den Mount Rainier im westlichen Teil der USA, fast schon an der Westküste, könnte man sagen. Genauer gesagt im Bundesstaat Washington, welcher direkt an der Grenze zu Kanada liegt. Er ist damit also tatsächlich kein Teil der Rocky Mountains, welche nur marginale Ausläufer in den Bundesstaat haben und östlich vom Mount Rainier liegen. Doch warum kommt es dann zu diesem mächtigen Berg, wenn doch sonst da gar kein Gebirge ist? Das ist recht einfach erklärt. Wie auch beim Fujiyama, dem Cotopaxi oder dem Kilimanjaro ist auch der Mount Rainier ein Vulkan und hat sich somit etwas anders gebildet als die meisten Gebirge auf unserem Planeten. Damit gehört er zum pazifischen Feuerring oder zu Englisch Pacific Ring of Fire. Er ist quasi einer der Grenzvulkane dieses erdbebenzerrüttelten Erdteils. Interessant ist, dass der Mount Rainier tatsächlich nicht so sicher ist, wie viele Menschen es vermuten, also in seiner Rolle als Vulkan. Tatsächlich brechen die beliebten Vulkanberge eigentlich nie aus, doch der Mount Rainier ist hier anders. Auch wenn aktuell keine akute Gefahr von einem Ausbruch ausgeht, sind sich Wissenschaftler einig, dass der Mount Rainier in Zukunft wieder ausbrechen wird. Er zählt damit nämlich zu den schlafenden Vulkanen. Der letzte Ausbruch ist auch noch gar nicht so lange her. Ein äußerst heftiger Ausbruch des Vulkans fand erst 1843 statt. Ein solcher Ausbruch würde heute für Millionen Menschen Tod, Krankheit oder Zerstörung aller Habseligkeiten bedeuten. Doch bis jetzt ist er entspannt. Warum der Berg aber auch aktuell und akut nicht ungefährlich ist, dazu später nochmal mehr. Wenn man sich die Geschichte des Mount Rainiers anschaut, dann wird man erstmal feststellen, ja, Mount Rainier ist tatsächlich die richtige Aussprache. Viele Amerikaner werfen dennoch oft mit Ideen wie Mount Rainier oder Mount Rainier um sich. Die Europäer glauben auch gerne, er heißt eigentlich Mont Rainier, also französisch ausgesprochen. Benannt wurde er aber eigentlich nach Peter Rainier, einem Briten. Doch eigentlich hat der Berg einen gänzlich anderen Namen. Ursprünglich war der Berg nämlich bereits besiedelt, weit bevor ihn westliche Menschen entdeckt haben. Die Indianer nämlich besiedeln den Berg und die Küstenregionen schon Jahrhunderte lang. Der Mount Rainier war dabei als göttlich angesehen. Schließlich bietet der heutige Nationalpark drumherum eine ausgesprochen vielfältige Flora und Fauna. Was dazu führte, dass viele einzelne Hausgruppen der Indianer ergiebig vom Berg leben konnten. Der Berg wurde und wird bis heute von der indigenen Bevölkerung Tacoma genannt. Auch in der Literatur heute findet man teilweise den Begriff Tacoma wieder. Doch 1792 entdeckte dann ein Offizier der Royal Navy den Berg, George Vancouver. Und der benannte den Berg dann für sich um. Dennoch dauerte es noch ganze 100 Jahre, bis der Mount Rainier eine Erstbesteigung bekommen sollte. 1870 bestiegen Hazard Stevens und Philemon Beecher Van Trump erstmals den Mount Rainier über die heute noch nicht mehr einfachste Route, die Gibraltar Ledge Route. Dabei war dieser Berg eigentlich ein moderates Hindernis für die beiden Entdecker und Erkunder. An die 50 Grad Neigung im Eis, Klettern im zweiten Schwierigkeitsgrad und insgesamt 2800 Höhenmeter haben sie überwunden und sind auch über den gleichen Weg wieder zurück. Im Gegensatz zu anderen Bergen und Gipfeln gibt es aber am Mount Rainier nicht nur diesen Normalweg und ein paar wilde Varianten, so wie man das vielleicht aus den Alpen oder dem Himalaya kennt. Nein, am Mount Rainier haben sich sehr viele Routen etabliert. Vielleicht auch etwas zu viele. Insgesamt 50 Anstiege, Routen und Varianten gibt es heute auf den Mount Rainier, was schon ziemlich schräg ist, denn sie enden ja faktisch alle am selben Punkt. Darunter sehr leichte Routen mit Kletterstellen im zweiten Grad und 30 Grad Eisneigung, aber eben auch sehr anspruchsvolle Routen wie die Cords Ice Cliff Route, die einwandfreies Eisklettern und Felsklettern fordert, oder die Tahoma Cleaver Route, die etwas harmloser ist, aber immer noch für sehr ausgewählte Bergsteiger in Frage kommt.
Doch die relativ leichten Wege haben sich über die Zeit natürlich durchgesetzt. Der Mount Rainier wurde immer beliebter bei den Menschen und auch Präsident McKinley erklärte ihn deshalb schon früh zu einem Nationalpark. Jedoch war das fast nur eine Proforma-Aktion. Denn Nationalparks sind in Amerika zwar durchaus eine wichtige und strenge Sache, aber gleichzeitig können hier Vorlagen sehr weit ausgedehnt werden, vor allen Dingen seitens der Behörden. Daher wurde in der Vergangenheit immer wieder Straßen durch den Nationalpark gebaut. Es wurden Hütten errichtet, kleine Hotels gebaut, viel Infrastruktur nachgerüstet. Mit einem Nationalpark, wie man ihn hierzulande kennen würde, hat das also nicht mehr sehr viel zu tun. Gleichzeitig bildet sich durch die Bekanntheit in der Bevölkerung ein Problem, das gerne vergessen wird. Die indigene Bevölkerung vor Ort, die Indianer. Sie haben sich niemals dazu bekannt oder auch zugestimmt, dass ihr göttlicher Berg bestiegen oder gar zu einer Touristenattraktion werden soll. War das also einer der vielen Raubzüge der westlichen Welt in Nordamerika? Das kann man so nicht ganz sagen. Dass Stevens und Van Trump von der Bevölkerung für die Erstbesteigung wie Filmstars gefeiert wurden, das konnte niemand ahnen. Und auch die beiden hatten keinen Anspruch, irgendwem einen Berg in diesem Sinne wegzunehmen. Es war letztlich der Anstoß zu einer unschönen, Entwicklung. Denn selbst der Nationalpark hatte einzig und allein den Hintergrund, dass durch die Bezeichnung National Park mehr Touristen in das Gebiet kommen sollten. Und das hatte eben Erfolg. Eine Washington-Reise kommt heute kaum noch ohne einen Besuch beim Mount Rainier aus. Der Berg wurde den Indianern als Quelle für ihren ursprünglichen Lebensstil heute faktisch weggenommen. Schaut man sich die Welt weiter oben am Mount Rainier an, dann sieht man vor allem viel Eis. Und das ist an dieser Stelle wirklich erwähnenswert. Denn der Mount Rainier speichert hiermit das größte zusammenhängende Eisfeld in den USA, abseits von Alaska. Er ist damit also eine echte Besonderheit. 90 Quadratkilometer ist die Eisfläche durchgehend groß. Zum Vergleich, der Aletschgletscher, der größte Gletscher der Alpen, kommt hier gerade mal auf 78 Quadratkilometer. Das Interessante an diesem Gletscher ist aber auch, dass er im Gegensatz zu den Alpen nicht schmilzt. Das ist aber kein übernatürliches Phänomen, sondern ist relativ leicht erklärt. Der Emmons-Gletscher, der Carbon-Gletscher, der Nisqually-Gletscher und 23 andere Gletscherteile werden über die großen Niederschlagsmengen in Washington gespeist. Gleichzeitig ist es in Washington verhältnismäßig kalt. Selbst im Sommer schafft es der Mount Rainier extrem selten über die 0 Grad drüber. Diese Kombination führt zu einem stabilen Gletscherleben. Und nicht nur das, teilweise wurden auch temporäre Zuwächse am Gletscher beobachtet. Und das in einer Zeit, in der auf der ganzen Welt die Gletscher im Eiltempo aufgeben. Der Mount Rainier ist natürlich berühmt für seine Form, er ist berühmt für seine Höhe und er ist berühmt für sein Aussehen mit seinen imposanten Gletschern. Dahinter steckt aber eine Geschichte, die für die USA nicht gerade rühmenswert ist. Außerdem sind die Anstiege heute teilweise so präpariert, dass die Herausforderung langsam schwindet. Dennoch ist die Besteigung des Mount Rainiers abseits des leichtesten Weges eine ernsthafte alpinistische Herausforderung. Es gibt am Mount Rainier selber nämlich kaum Infrastruktur, was ganz dem amerikanischen Stil des Alpinismus entspricht, nämlich nimm deinen Scheiß selber mit. Der Mount Rainier ist also vor allem deshalb etwas Besonderes, weil er alles ist und alles sein kann. Gigantische Herausforderungen, alpinistisches Ziel oder vielleicht auch nur eine anspruchsvolle Hochtour. Wie findet ihr den Mount Rainier? Und wie findet ihr eigentlich, und das finde ich eigentlich wirklich interessant, die Tatsache, dass andere Menschen der Bevölkerung ihre alpinistische Ader quasi aufzwingen und dadurch einen riesen Rattenschwanz mit sich bringen? Das würde mich tatsächlich wirklich interessieren, persönlich auch, weil ich da einfach diesbezüglich sehr unentschlossen bin. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann danke ich wie immer für die kleine Unterstützung in Form eines Kaffees für die Produktion dieser Inhalte. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!